Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch auf Mirage. Also AFK, okay. Ich spule mal durch, weil er steht halt nur rum. So, erste Runde, los geht's. Okay, Mitte ist niemand. Da unten kommt gleich... Ah, okay, aber er... Ja, konnte ihn ja noch nicht sehen. Der Fall ist übrigens, glaube ich, sehr kurz, weil er extrem schnell geladen wurde. Also ich hätte den wirklich innerhalb von 3 Sekunden geladen. Sein Crosshair-Placement ist ultra merkwürdig. So seine Aufmerksamkeit ist ganz, ganz komisch. Als wenn er eben gewusst hätte, dass der Gegner wieder zurückgeht. Also im Vorfeld in die Zukunft geschaut. Wisst ihr, was ich meine? Nicht durch die Wand geguckt. Als wenn er gewusst hätte, ich kann hier sicher durchgehen, weil der Gegner bestimmt nicht ganz durchläuft bei Palace und zu mir zurückkommt. Ist das ein Hellseher oder was? Sein Crosshair-Placement ist so richtig eklig die ganze Zeit. Und sein Movement und alles ist so... Er spielt auch durchgehend mit den Waffen rum. Da oben hätte einer stehen können, da oben rechts. Er geht einfach raus. Normal. Und dann spielt er mit der Waffe rum. Da ist direkt noch einer, der spielt mit der Waffe. So. Oh, er needed... Ah, da ist aber noch keiner close, so richtig. Ja. Das ist, das kann man ja mal machen. Ist aber extrem kurz. Wie kann denn ein Fall so kurz sein? Das hat doch überhaupt keine Aussagekraft. Also ich glaube, da müssen wir gar nicht lange rumpimmeln. Den werde ich gar nicht drücken, weil das war... Das ist ja nix. Das kann ich euch jetzt... Das werde ich euch jetzt auch einfach hier so zeigen, weil das ist ja offensichtlich. Das war ja viel, viel zu kurz. Was soll man daraus entnehmen? Der eine Headshot, den jeder machen kann. Wir machen direkt noch einen Fall, komm. Aber hey, immerhin kein Spinbot, oder? Oh, Mirage, schon wieder? Nee, hör auf. Bitte, ich will das nicht. Außer ein Movement-Krippel. Ich glaube, er wollte eben auf Ticket. Oh, 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 oh. Da musst du dich ein bisschen mehr anstrengen. Mhm. Oh, Alter, der ruckelt ja wie die Sau. Das ist doch, das war doch eben ein pingbedingtes Ruckeln, oder? Oder haben wir der Demo einfach Frames gefehlt? Das waren also richtig viele eben. Ah, Bunnyhop, das Grounds, okay, okay. Hopp, beeil dich. Lurch. Wurde er eben von der Decoy erwischt? Ich steh ihm recht. Gottes Willen, wie er abspackt. Guck dir das an. Ist es vielleicht? Kann das sein, dass es. Das ist einfach der zweite Teil von dem Overwatch von vorhin ist. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es erkennen soll. Das sind ja andere Runden, wenn, dann. Das waren ja nur die ersten zwei, glaube ich, in dem anderen Ding. Aber der andere hatte immerhin auch keine Skins. Und keine Skins zu haben, ist doch eigentlich, eigentlich seltener als Skins zu haben, oder? Kennt ihr jemanden, der gar keine Skins hat, keinen einzigen? Oder zumindest keinen einzigen ausgerüstet hat? Ich kenne eigentlich niemanden. Jeder hat irgendwie, also alle, die ich kenne, haben zumindest ein paar Skins ausgerüstet. Okay, wie das Fadenkreuz drauflockt und so. Man hat es eben auch gesehen beim Weglaufen, ne? Wie das Fadenkreuz sofort... Na, Hardcore. Einlockung. Also, da ist auf jeden Fall eine Aim-Assist-Sache mit dabei. Und nicht nur das. Immerhin kein Spinbotter. Vielleicht, wobei, vielleicht fängt er sich an zu drehen. Alter, der Gegner hat es gar nicht gemerkt, ne? Er wurde in den Nacken geballert. Man spürt es und hört es. Aber er läuft weiter. Oh, 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 von vorne kommt was. Wie ist das Crosshair-Placement hier? Was würdet ihr sagen? Also jetzt einfach im Vergleich zum Fall gerade eben. Ah, da, er hat einen Deagle-Skin. Den hat er vorhin nicht gehabt. Okay, alles klar. Hat sich erledigt. Bye-bye-Skins. Direkt der Titel. Dragonlord Deagle, bye-bye. Gut, ich weiß nicht, wie seine Aim-Sache eingestellt ist. Scheinbar nicht so gut, dass er sich gegen eine AWP rantraut. Das ist ein richtiger Lurch. Das ist echt ein Lurch. Also, er will ja auch wirklich überhaupt nicht verstecken, was er so zu bieten hat, sondern er zeigt es ja wirklich komplett offen. Der ist sich, ich denke, er ist sich im Klaren, dass nach dieser Runde oder dass bald sein Account weg ist. Das weiß er zu 100%, oder? Und dabei hat er den Skin! Wisst ihr noch, wie wir früher immer gesagt haben, wenn jemand keine Skins hat, dann ist er so oder so am Hacken? Ah, der ist aber auch am Ruckeln da. The Austrick. Boah! Ja, für dich war es easy peasy, klar, natürlich. Mit so kleinen Mini-Hödeln ist es auch kein Wunder, ne? Ich spule jetzt einfach durch. Ich würde sagen, wir haben wir genug gesehen? Also ich weiß jetzt schon 3 Sachen. Und ihr sicherlich auch. Also von daher bleibt jetzt hier am Ende wohl auch nicht die Frage, was ihr eben drücken würdet, sondern vielmehr, keine Ahnung, ob ihr heute in den Stream kommt. Bam, bam! Twitch.tv/derDummbabbler. Habe ich Punkt gesagt? Twitch.tv/derDummbabbler.
Ich denke, ich werde so gegen 20, 21 Uhr starten. Meine Freundin und ich sind heute Abend noch essen, beziehungsweise heute Nachmittag noch essen. Ich weiß nicht genau, wann wir da loskommen und wie lange wir bleiben werden. Aber wenn wir dann heimkommen, werde ich dann an den PC wechseln und den Stream anschmeißen. Ich weiß noch nicht genau, was es heute Abend dann so geben wird an Spielen. Also CSGO-Giveaway natürlich so oder so. Da werde ich noch was vorbereiten. Was im Speziellen dann gespielt wird, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann einfach. Einige von euch haben schon richtig erkannt, dass wir dann ja wieder 3 Tage am Stück streamen. Also Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Wobei Gretel richtig erkannt hat, dass wir letzte Woche ja sogar 4 Tage gestreamt haben. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Mal gucken, vielleicht mache ich ja was am Samstag. Aber das ist jetzt auch wieder nur so ins Blaue reingelabert, ne? Nicht mich drauf festnageln oder sowas und vor allem nicht auf eine gewisse Zeit. Komm, ich bulle jetzt hier mal durch. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sind wir hier durch. Vielen Dank fürs Zusehen. Heute Abend geht der Stream dann an. Ihr seid ja eh alle in der Steam-Gruppe, die Dummbabbler. Und da werde ich dann auch natürlich schreiben, wann der Stream dann startet oder eine Nachricht rausschicken, sobald er eben dann losgeht. Ja. Gut, dann bis gleich oder halt bis später. Das Video kommt eh um 18 Uhr, von daher für mich eher bis später. Haut rein.